meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo Manolo, hallo Micha. Du hast mich auf die Idee gebracht, dieses Video zu machen. Und zwar hast du in den letzten Tagen zu mir gesagt, wenn nur noch die Dummen reden und nur noch Scheiße erzählt wird, dann können die anderen eben nur Scheiße abschreiben und so. Und dafür gibt es jetzt das Video. Es ist jetzt schon nicht mehr ganz so aktuell, sage ich jetzt mal, obwohl jetzt vor 2 Wochen, oh ja, die ziehen das immer noch durch, okay. Also es war vor 1-2 Monaten ganz aktuell, Blackout, wir werden alle sterben, bla bla bla, ihr bezahlt mehr Strom. Ne? Rafft natürlich wieder keiner, was das alles, die Zusammenhänge, warum die das machen, etc. Als allererstes mal, das ist gequirlte Scheiße. Kompletter Bullshit. Ne? Also in Deutschland, mein Vater ist zum Glück Elektriker, 50 Jahre Erfahrung, und der hat mir mal das Stromnetz in Deutschland erklärt. Wir haben in Deutschland ein einmaliges Stromnetz auf der ganzen Welt. Das ist ein sogenanntes Ringnetz, nenne ich das jetzt mal. Mag vielleicht anders heißen. Hier geht's für die Laien, für euch, euch die Angst zu nehmen. Also liebe Elektriker, fickt, verpisst euch, Alter. Ihr habt nie was dazu gesagt, ihr habt auch mitgemacht, ne? So, pass auf, wir haben eine Ringleitung sozusagen. Also also als Beispiel, wenn in Deutschland der Strom ausfällt, also wir reden jetzt von 99%, es gibt auch den Fall, dass es mal länger dauert. Dauert es so 20 Minuten bis eine Stunde, bis ihr wieder Strom habt. Also bis umgeschalten wurde, sage ich jetzt immer. Das ist nur in Deutschland möglich, da wir eine Ringleitung haben. Also vereinfacht gesagt, wenn wir jetzt mal sagen, das ist mein Dorf, von hier kommt eine Leitung, sage ich mal, von Sachsen, von der Energieversorger, und hier kommt eine Leitung von Thüringen. Sollte jetzt Sachsen hier die Leitung, Kraftwerk kaputt, Leitung kaputt, Auto gegen Leitung gefahren, keine Ahnung, dann dauert das ein paar Minuten, bis jemand anruft und sagt, hier, hey, Leitung kaputt. Dann rufen die in Thüringen an und sagen, hey, Leitung kaputt. Ne? Und dann schalten die das quasi um, und ich sage jetzt mal, Thüringen liefert dann den Strom für uns. Das ist nicht ganz korrekt, aber der einfach halber. Ne? Das sind natürlich viele Kraftwerke und bla. Also Sachsen und Thüringen ist eine Vereinfachung. Ne? Wie gesagt, wir haben ein Stromsystem, wo wir eine Ringleitung haben. Was bedeutet, im Grunde genommen haben wir 2 Stromanschlüsse. Damit, wenn einer ausfällt, dann springt der zweite ein. Wenn natürlich von eurem Dorf die Trafostation abbrennt, dann ist scheiße, dann muss die repariert werden. Dann ist das wie bei den Amis oder wie bei allen anderen Ländern auf der Welt. So, egal was da für ein Stromausfall ist, unter 3 bis 6 Stunden kommt der Strom nicht wieder. Weil die keine Ringleitung haben. Ne? So, und dann sehe ich hier die Videos. Blackout in Deutschland und wow, und wir werden alle sterben. Und uiuiui, wie gesagt, ich habe den Müll schon vor einem Jahr gesehen. Seit über einem Jahr brezeln die das hier durch. Ja, wo ist er denn, der Blackout? Es wird eng. Übelst eng geworden, ne? Droht Deutschland der Blackout? Gibt es ein Blackout? Also das ist wieder hier Verallgemeinerung in Frageform. Ne? Die können ja dann sagen, da hier euer geiler Mr. Wissen to go, das riecht, ne? Ja, das muss ich jetzt rauspiepen, ne? Das kriege ich wieder eine Anzeige. ja, Spenden für Beleidigungen und so. Unten ist der Link, könnt ihr gerne mal was reinhauen. Da kommt da doch schon was zusammen, ne? Gut. Ja, wie gesagt, die prügeln das schon seit, keine Ahnung, 1-2 Jahren durch die Medien etc. Und das, ne, hier wird eben verallgemeinert, dass er dann eben sagen kann, das war nur eine Frage. Ne? Für alle anderen, oh, Blackout, alle machen Videos, oh, das ist ja aktuell und wir werden alle sterben und etc. So, wenn man jetzt mal hier ein bisschen rumscrollt, also Mr. Wissen to go, Fritz Clever, was ganz live, Natur und Mensch im Einklang, wahrscheinlich, Digga, Videoformer, Akte, was, ja. Wer stirbt zuerst im Blackout? Also hier wird offensichtlich keine Angst verbreitet. Ist alles sehr sachlich. Ne? Alle wissen die Ringleitung. Und ja, von was erzählen die da? Ne? Ich habe jetzt hier eingegeben, Blackout Deutschland. Ne? Da geht es dann, wenn man dann ein bisschen scrollt, hier haben wir schon ZDF, ne? AfD. Ja, ich glaube, hier ist jetzt zu Ende. Was? Für mich. Die militante Veganerin blamiert sich komplett, bleiben.
Was ist denn das, Alter? Junge, Junge, Junge. Irreführend. Das bringt mich doch schon mal sowas. Gut, hier ist jetzt vorbei. Hier ist schon mal ZDF, weil ich habe da nochmal Strom-Blackout. Und da sind wir voll drin. Das ist, war auch quasi das, was vor einem Jahr oder so. Guck, hier seht ihr es. Ein Jahr und hier ein halbes Jahr. Also das sind wirklich, da ging es richtig vorwärts. Und hier, wer ist auf dem ersten Platz? Jetzt hat er wieder einen Klick hier. Streckohre. Kann ich das nicht blockieren? Das ist irreführende Inhalte. Ne? Also hier sehen wir schon mal Dara X, ZDF, Weltnachrichtensender, Galileo, Quarks, Bild, Mr. Wissen to go, darf er nicht fehlen, ne? Ob da im Impressum drin steht, dass da mit zu denen gehört? Ich glaube, ne? Kann man im Impressum lesen, ne? Aber macht ja keiner. Das ist ja alles geil. Hier, ZDF, ZDF, Frontal, MDR, DW Deutschland, SWR, Dara X, Lesch, WDR, BR24, HR Fernsehen und Bildzeitung. Gut, jetzt würde ich sagen, wiederholt sich langsam. Bildzeitung, ZDF, Weltnachrichtensender. So, also wenn ihr euch mal gefragt habt, wo diese gequirlte Scheiße herkommt. Von den kleinen YouTubern, ne? Die haben Angst, dass denen der Strom weggeht. Nein, ihr werdet wieder geprogrammiert hier mit dem Taschenspielertrick, Alter. Wir haben eine Ringleitung. Wir sind das einzigste Land auf der Welt, was das hat. Und haben das sicherste Stromnetz. Sogar zweimal, wo wir umschalten können. Und ihr Spastiker ladet Videos so. Oh, wir werden alle sterben, wir haben keinen Strom. Ach, und mal noch was für die ganz Gestörten, ne? Also wenn der Strom mal weg ist, das ist nicht wie das Magnetfeld der Erde, dass du dann tot umfällst, oder wenn der Sauerstoff weg ist oder so, passiert einfach gar nichts. Da geht hier oben die Lampe aus, sitzt im Dunkeln, ne? Ja, wenn es dunkel ist, gehst du ins Bett, Digga, fertig. Und ich habe dann nur mal noch mir ein bisschen was hier hergelegt, weil scheinbar ist das ja in den, ne? Kennt ihr sowas noch? Das sind Bücher. Das gab es früher mal, da standen so Sachen drin und so, da muss man halt lesen können, ne? Und vielleicht auch verstehen, was man liest, ne? Das ist nämlich so ein Problem. Lesen können wir alle, aber man muss ja verstehen, was du liest. Da gibt es sowas wie Bücher, viele kennen das ja gar nicht mehr, da brauchen wir auch keinen Strom, ne? Also kein Tablet zum Lesen, gar nicht. Einfach ein Buch. Was haben wir denn hier? Zum Beispiel Tabellenbuch für Metallgewerbe, preußische Vertragsbuchhandlung Magdeburg 1941. Ne? Also es gibt so schon länger Bücher. Sitzt hier ein Hakenkreuz drin? Nee, ne? Ist das jetzt hier ein Hakenkreuz zeigt? Nee, ich glaube es kennt. Nee? Glück gehabt. auf jeden Fall kann man auch Bücher lesen. Ich kann euch auch hier mal Viktor Schauberger. Ach, ich darf ja keine Werbung für irgendjemanden. Also die Bücher von Viktor Schauberger, vieles davon findet ihr auch im Internet. Könnt ihr euch ja runterladen, ausdrucken oder kauft euch halt einfach mal ein Buch. Falls mal Stromausfall ist, da braucht ihr nicht die ganze Zeit rumheulen, weil alle sterben. Ne? Und also ich gebe euch den Rat, die Blackout-Zeug, guckt euch kurz die Videos an. Meiner Meinung nach, guckt kurz rein, wenn die euch Angst machen wollen, von wegen morgen ist der Strom weg, dann werden doch alle sterben. Ja, dann deabonniert den Kanal. Ne? Also ich fand das mega cool, Digga, dass ich konnte dann gleich hier, aha, den deabonnieren, den, aber die schreiben alle nur ab, den deabonnieren uns und so weiter. Ich will jetzt mal noch auf irgendwas eingehen. Es gibt hier größere YouTuber, die ich jetzt mal nicht namentlich nenne, das reicht ja schon, was ich hier wieder losgebrochen habe. Ja, da habe ich mir die Videos auch angeguckt, also auch von gewissen Elektro-YouTubern. Ne? Ja, das finde ich rotzfrech. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, mich jetzt mit den Wichsern da anzulegen. Ne? Ihr kennt die auch alle. Das sind die, die euch die Videos, wie funktioniert Elektrik, aber wie gesagt, ich will nicht auf den Namen weiter eingehen. Da gibt es auch mehrere. Ne, die, da schreibst du dann eben hier, was weiß ich, wir haben doch Ringleitung, bist du geistig zurückgeblieben oder irgendwas. Ne, und dann kommen sie, ja, und da fehlt dann die Frequenz und dann, oh, ja,
Na gut, ihr habt keine Ahnung über Frequenz und Herz und bla, okay, ich erkläre euch das mal. Wenn ihr einen Generator habt, also einen Stromgenerator, also gut, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen weiter aus. Oh nein, das wird wieder in 2 Stunden wieder. Ich mache jetzt schnell. Atomkraftwerk ist eine Dampfmaschine hinten dran. Diese Dampfmaschine, also eine Motor, der sich bewegt, der mit heißem Wasserdampf Strom macht. Wie 1800 Schleife, 1850, 1880, ne? Mal kurz drüber nachdenken. Es sind heutzutage Turbinen, ja, ich weiß, aber vereinfacht gesagt, ist es eine Dampfmaschine. Beziehungsweise wir haben Kohlekraftwerke, bla, Gas, was weiß ich, was wir alles haben, wisst ihr besser wie ich. So, man könnte jetzt vereinfacht halt mal sagen, wir haben einen Dieselmotor, kennt jeder, und das ist unser Generator. Damit betreiben wir, was weiß ich, ne, eine Penispumpe zum Beispiel. Und wenn jetzt, also wir sagen jetzt mal, also Herz, Frequenz ist bei einem Generator Drehzahl. So. Und wir sagen jetzt mal, der Generator für eure Lampe oder Penisbumpe, je nachdem, läuft mit 5000 Umdrehungen und macht 50 Hertz, 230 Volt. So wie das, das Fernnetz, das böse Netz, ne, das Betrugsnetz ist. Und jetzt sagen die, ja, jetzt fehlt es, die Frequenz um 2 Hertz und alle sterben. Oh, keine Ahnung von Elektrik, keine Ahnung von Motoren, keine Ahnung von unserem Stromnetz. Aber auf YouTube für 100.000 Leute Videos machen. What? What the fuck, Alter? Und die Leute liken das, ne? Like, alles die Scheiße, teilen all den Müll und blabbern dann alle wie dressierten Affen den Müll nach. Junge, wenn bei dem Scheißgenerator die Drehzahl von 5000 Umdrehung auf 4500 fällt, dann nehmen wir jetzt mal an, die Frequenz fällt um 5 Hertz. Einfach mal angenommen. Ja, meine Fresse, da hast du 215 Volt oder was weiß ich. Ne, liebe Elektriker, schreibt es mal richtig drunter. Ich kreche es nicht aus, das kann ich nicht noch rein. So, das bedeutet, gar nichts. Es passiert genau nichts. So, warum passiert nichts? So, ich habe jetzt mal schnell ein handelsübliches Steckernetzteil besorgt. Oh, das ist wieder so klein geschrieben, die Scheiße. Da war ich euch wahrscheinlich ein Foto machen müssen. Puh, das kriege ich jetzt nicht in die Kamera. Pass auf, ich hau euch hier mal ein Foto rein. Hier steht drauf. Das habt ihr aber auch alle schon tausendmal, wenn ihr mal drauf geguckt habt, gesehen. Von 100 Volt bis 240 Volt. Das heißt, wenn die Frequenz um 50% fällt, also sagen wir mal auf 25 Hertz, dann wären wir bei der Hälfte. Na gut, der Verlust wird dann höher, sagen wir mal ungefähr die 100 Volt, wobei natürlich, also auf 25 Hertz runter, das ist dann wirklich schon hart. Ne? Also da ist der Generator ja halbe Drehzahl, nur noch 2500 Umdrehungen. Und, ne? Scheiße. Aber was ich damit sagen will, diese ganze Scheiße, also erst, also dieses Allgemeine ist ja Blackout, ihr werdet alle sterben und bla bla bla, ne? Abonnieren und meine Videos, meine, wie ist das hier für Mitgliedervideos oder was weiß ich, wo du bezahlen musst, die müsst ihr angucken, dann seid ihr gerettet, ne? Und dann erklärt der Arsch euch, das ist eine Ringleitung, ist, ihr braucht auch keine Angst haben. Und schön wieder Kohle gemacht, ne? So, das ist so der erste Schritt, um die abzufangen, die absolut keine Ahnung haben. Und dann geht's weiter, so diese Hobby-Elektroniker, sag ich jetzt mal, oder Hobby-Bastler, wie ich es ja auch bin, die sich jetzt vielleicht nicht mit Blindleistungen und den ganzen Müll auseinandergesetzt haben, die einfach nur mal daheim ein bisschen basteln oder ein Bedini gebaut haben, unsere Bedini-Bastler, genau. Für die besteht tatsächlich die Gefahr, bei gewissen Leuten ihren Videos, gerade diese Elektriker und Elektroniker, zum Glück sind die jetzt hier nicht dabei, dass die dann eben anfangen, weil die ja wissen, ein bisschen was wissen ein paar Leute, da müssen wir jetzt irgendeinen Müll zusammenschwurbeln noch, dass das dann die, die schon ein bisschen mehr wissen, ein bisschen von Elektrik, aber auch noch nicht wirklich, dass die das dann auch wieder fressen. Ne? Da geht es eben los mit der Frequenz und der Wellenform und bla bla bla. Digger, Junge, hast du schon mal in den Wechselrichter, ne? Gibt's Sinus, gibt's modifizierter Sinus, Rechteck etc. Das läuft alles. Ne?
da sind manche Räder gehen kaputt, wenn du die mit dem Rechteck betreibst. Gerade Travo-Scheiße, musst du übelst aufpassen. Also da geht's richtig vorwärts. Ne? Hashtag Back-EMF, ah, den gibt es ja unten schon Back-EMF. Also da geht, die gehen dann halt schon ein bisschen tiefer rein und schwurbeln da ein bisschen rum, um auch die nächste Station abzufangen. Und ich sag euch eins, ne? Also es gibt ja jetzt noch die Elektriker, die es natürlich verstanden haben. Ne? Oder auch Hobbybastler, die es verstanden haben, ist natürlich klar, gibt es in allen. Ne? Aber die Masse eben nicht, da müssen wir wirklich mal ehrlich sein. Ich sag's euch, wie es ist, sowohl der Kanalersteller, also er ist halt komplett Gehirn amputiert, ja, die sind halt voll in der Matrix drin und kriegen halt auch nicht mit, was sie da machen und so, weil gut, die haben ja auch keine Ahnung, das würden sie nicht den Mist erzählen. Ne? Wobei, wie gesagt, die großen YouTuber, der eine, der Elektriker, ne? Ich sag noch mal nicht. Der erklärt's ja und da ist es nachweislich. Der kann sich als Elektriker nicht mehr rausreden. Der tut euch absichtlich Angst machen und mit dem Wissen, dass das Schwachsinn ist. Ich meine, klar, 1% oder 0,001% besteht die Möglichkeit, dass es wirklich einen europaweiten Blackout gibt. Gehen wir da drauf auch mal ein. Europaweiter Blackout. Oh, aber jetzt sterben alle. Nee, sterben wir nicht. Weil, wenn in Europa weiter, ich habe da tatsächlich mir die Scheiße durchgelesen für euch, ne? Oh, natürlich auch für mich, weil mir das einfach auf den Sack ging. Ich bin auch da, ich hänge gar nicht mehr an dem Netz. Ich mache das für euch, weil mir das auf den Sack geht, Alter. Ne? Wenn dieser, ich nenne das jetzt mal einen globalen Blackout oder europäischer Blackout kommt, dann ist es so, heutzutage sind ja alle europäischen Länder im Stromnetz, ob sie jetzt alle sind, ja, okay, ein paar Länder sind verbunden. Diese Korinthenkacker werden da wieder unten reinschreiben, das sind gar nicht alle Länder, ein Land ist gar nicht dabei. Alter, geh dich doch erschießen, Junge, ne? So ein Müll, Alter. Ne? Sind miteinander verbunden, ein paar Länder. Und wenn es jetzt wirklich dazu kommt, also es war, wenn man ganz vorsichtig sagt, könnte man sagen, dass es mal kurz davor war, weil eben, oh scheiße, war es in der Ukraine, also irgendwo im Ostblock in 40 Megawatt Kraftwerk, also das größte, eines mit der größten Atomkraftwerke Probleme hatte. Da ist eben, dann habe ich mir das Protokoll dann durchgelesen, was die gemacht hätten, wäre es wirklich ausgefallen. So. Und das ist auch nicht ganz so kompliziert. Im Grunde genommen werden dann erstmal die Grenzen zugemacht. Also die unterbrechen halt zwischen den Ländern erstmal die Stromverbindungen. Weil jedes Land hat ja Kraftwerke. Und die Kraftwerke der jeweiligen Länder werden dann natürlich je nach Notfallplan von dem Land, ich gehe jetzt mal davon aus, Jungs, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht 100%, dass zum Beispiel Krankenhäuser, was weiß ich, Krankenhäuser und Infrastruktur so in etwa, ja, dann primär versorgt werden, dass quasi, ich sag jetzt mal, Dörfer und Städte abgeschalten werden. Ne? Und das, was das Land eben selber an Strom erzeugen kann, damit kannst du dann eben Krankenhäuser, was weiß ich, Infrastruktur betreiben. Ne? Also das hieß auch nicht, dass dann komplett null ist. Das ist Schwachsinn. Da müssen ja alle Kraftwerke gleichzeitig ausfallen. Alter, aber Junge, das ist dasselbe, als wenn du sagst, ja klar, natürlich können alle Autos in Deutschland, die zugelassen sind, heute kaputt gehen. Das könnte theoretisch passieren. Ja, aber Leute, mal ehrlich. Wann? Ja, es kann theoretisch passieren. Ihr habt recht. Nee, also was ich damit sagen wollte, deabonniert die Wichser, meldet die, blockiert die und erzählt euren Kollegen, was das für Wichser sind. Ne? Das ist ja sowieso ja mein ganz spezieller Freund. Ich habe jetzt erstmal was zu tun. Ich muss jetzt hier drauf und alle melden. Ne? Melden, Betrug, Spam, irreführende Inhalte. Ne? Und also die ganze ZDF-Scheiße und bla. Ich gucke mir das seit 15 Jahren nicht mehr an. Ich bin 15 Jahre, ungefähr 15 Jahre jetzt TV-frei. Das macht halt hier oben ein bisschen frei. Ne? Da kannst du auch mal ein Buch lesen und so. Naja, auf jeden Fall, lasst euch nicht verarschen, Jungs, von solchen Wichsern, weil es hieß mal 6 Cells. Ne? Heute hieß es 4 Cells. Guckt euch an hier, den Dreck, Alter. Und alle springen sie mit auf. Alle machen sie mit. Ich mach nicht mit. Ihr Wichser, Alter.
Ne? Könnt auch Videos jetzt wieder machen, dass ich ja Unrecht habe oder Alesch ist doch der Geilste und so. Ja, den fängt man noch. Der ist noch dran hier, mein Freund. Ne? Mit dem hab ich schon eine kleine Rechnung mit der Mikrowelle offen. Gut, also ich hoffe mal, das ist angekommen. Vielleicht ist es ja auch mal möglich, dass ihr anstatt die Scheiße teilt und liked, vielleicht tut ihr doch mal die Wahrheit teilen. Das liegt jetzt an euch, an dir da draußen. Ne? Ob dieser Scheißdreck hier, dieser Müll, diese Lügen, dieser Betrug, diese Angstmacherei, ob das so weitergeht, ne? Oder ob wir langsam mal wieder unsere Hirne einschalten und sagen, hallo, wir haben das beste Stromnetz der Welt, seid ihr geistig behindert, Alter, geh mal kacken. Junge, die haben doch alle an der kalten Wand geschlafen, ne? Wie gesagt, ich empfehle das wirklich mal, teilt mal das Video, schickt das mal euren Freunden, die hier so einen Blackout-Scheiß und sich hier eine 5.000 Euro oder 2.000 Euro Lithium, hier so einen kleinen Beckel hin, ne? Dann einen 20 Euro Wechselrichter aus China und dann sind die auch da, Digga. Macht weiter so, macht Spaß, Digga, zum Gucken. Ne? Also, und ja, das war's, ich bin raus, tschüss. Ah, nochmal ein kleiner Nachtrag, hab ich was vergessen. Wenn ihr euch die Frage stellt, ob alle Autos in Deutschland heute kaputt gehen können, ja, ist theoretisch möglich. Was aber viel wichtiger ist, stellt euch mal die Frage, die es zulassen, dass Radio, Fernsehen, also wir sagen jetzt mal, ne, oder auch Zeitungen und etc., also kurz und knapp Propaganda, ne, ob die abgeschalten werden kann oder ob oder wie wichtig ist der Fernseher und die Medien eurer Meinung nach. Also ich sage jetzt, bevor die das TV abschalten, also wenn sie das TV abschalten, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Dann geht's los. Vorher nicht. An dem Tag, wo der Fernseher, wo die nicht mehr senden, dann geht's los. Vorher, solange wie die senden. Und ich sage euch, das ist wie bei dem Hitler, die senden bis zum letzten Tag.